Habt ihr gewusst, dass wir heute die 10. Good News Wochenschau live aus Coworking Salzburg übertragen und das perfekt zum Jahresende passt und wir direkt einen Jahresrückblick daraus machen? Darum willkommen zur Jahresschau live aus Coworking Salzburg. Mein Name ist Romy Siegel, ich bin Gründerin dieses wunderbaren Coworking Space. Ihr findet unsere Live-Sendung jeden Freitag um 12.30 Uhr live über die Facebook-Seite von Coworking Salzburg. Das heißt, ihr geht einfach auf Facebook, gebt oben ein Coworking Salzburg und schon seid ihr auf unserer Seite. Und jeden Freitag um 12.30 Uhr seht ihr uns live und wir berichten, was in dieser Woche passiert ist. Gerne auch heute teilen, was haben wir vor? In unserer Jahresschau von Romana und Romy haben wir uns ein paar Gäste eingeladen. Neben mir sitzt jetzt schon der Martin, der wird gleich interviewt werden zum Thema Hunde, Silvester, worauf soll man achten? Dann werden wir jedes Monat kurze Revue passieren lassen. Wir machen das in 4 Einheiten, damit es nicht zu viel und zu lange wird. Machen wir auch kurze Pausen dazwischen. Und ganz besonders interessant heute ist, wir haben Live-Gäste auf der anderen Seite des Globus. Matthias Zeitler wird uns berichten, was er in Indien gerade so macht. Er nimmt an einer Rickshaw-Rally teil. Was das ist, wird er uns dann sagen. Er ist der digitale Nomade und schon lange mit Coworking Salzburg in Verbindung. Er war früher bei uns und er wird uns erzählen, wie sein Leben so aussieht und was sein Highlight des Jahres war. Dann haben wir auf der anderen Seite des Globus noch unsere Alexandra sitzen. Sie lebt im Moment in Buenos Aires und wir werden mit ihr uns dann auch live unterhalten, wie das Leben dort so ist, wie sie Silvester dort verbringt. Ja, wir haben viel für euch vorbereitet. Jetzt übergebe ich aber direkt an meine Kollegin, die Romana. Und ich bin gespannt, worauf man bei Hunden in den nächsten Tagen besonders achten sollte. Ja, hallo Romy, hallo ihr da draußen. Hallo Martin, hallo, schön, dass du bei uns bist. Freut mich. In den letzten Tagen habe ich unzählige Nachrichten, Aufrufe und Anti-Silvester-Postings in den Social Media vorgefunden. Die sind zu aufrufen, aufs Feuerwerk komplett zu verzichten, wegen der Hunde und anderen Tiere. Du bist Hundetrainer, genau, und kennst dich da sehr gut aus. Du trainierst auch die Wanda, die heute wieder mit dabei ist. Und darum halt meine erste Frage: Wie heiß ist dieser hochgekochte Brei zu essen, wenn man sagt, alle Hunde drehen komplett durch, fürchten sich vom Feuerwerk, man versetzt sie in Todesangst. Wie ist das handzuhaben oder zu verstehen? Naja, tatsächlich ist es natürlich so, dass es schon sehr viele Hunde gibt, die sehr geräuschempfindlich sind und damit mehr oder weniger starken Stresssymptomen dann auch reagieren. Trotz alledem bin ich jetzt kein Unterstützer dieser Anti-Feuerwerkskampagnen. Da ist natürlich schon möglich, es mit den Hunden zu arbeiten. Und man muss halt frühzeitig beginnen, zum einen so eine Geräuschempfindlichkeit zu erkennen und auf der anderen Seite dann im gegebenen Fall auch dran zu arbeiten. 2 Wochen vor Silvester draufzukommen, dass sich mein Hund ja fürchtet und dann in Panik zu geraten, das ist natürlich zu spät. Und dann helfen auch natürlich nur mehr irgendwie schadensbegrenzende Maßnahmen. Da gibt es ganz viele, aber ein Training müsste eigentlich wirklich lang davor beginnen. Das bedeutet, man kann Hunde auch daran gewöhnen, dass es mal lauter wird und auch, dass in der Nachbarschaft Feuerwerk abgefeuert wird. Natürlich. Mhm. Genauso wie Jagdhunde natürlich sich nicht vor dem Knall oder vom Schuss des Gewehres in dem Fall fürchten dürfen, kann ich das natürlich auch meinem Familienhund beibringen und positiv verknüpfen. Und das Wichtige daran ist, dass man nicht versucht, an den Symptomen herumzudoktern, das heißt, dem Hund das Zeigen der Angst zu nehmen, sondern dass er diese Angst gar nicht erst empfindet. Das heißt, man kann versuchen, da zum einen über Geräuschdesensibilisierung zu arbeiten, auf der anderen Seite natürlich über Gegenkonditionierung versuchen, diese Reize mit einer positiven Konsequenz für die Hunde zu belegen. Und das muss aber, wie bereits erwähnt, eben wirklich langsamst und lang im Vorhinein aufgebaut werden. Mhm. Du hast jetzt zwei sehr interessante Begriffe genannt, Desensibilisierung und positive Verknüpfung. Für unsere Zuschauer und Zuhörer draußen, die damit nichts anfangen können,
Hast du da ein Beispiel? Wie könnte sowas aussehen? Ein ganz, ganz banales, einfaches Beispiel wäre, dass immer im Zusammenhang mit lauten Geräuschen, sei es jetzt Gewitter oder eben Feuerwerk, was für den Hund total positiv belegtes passiert. Sei es eine Konditionierung über Futter oder über ein tolles Spiel. Also ein tolles Beispiel ist sicher unsere Zuchthündin, die Phoebe. Mit der wurde einfach bei jedem lauten Geräusch immer total heftig begonnen zu spielen. Und mittlerweile ist es so, dass wenn am 31. das Feuerwerk beginnt um Mitternacht, dass die sich ihre Spielzeuge schnappt und in den Garten will, weil es spielen will, weil die einfach gelernt hat, dann ist Action und dann ist wirklich zum Spielen und dann ist lustig. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das Ganze aufzubauen. Es kommt aber auch immer darauf an, warum reagiert der Hund so, wie er reagiert. Das kann natürlich auch andere Gründe haben und die gilt es vorher mal rauszufinden. Wir haben vorher kurz gesprochen, dass man das eigentlich in jedem Alter noch mit dem Hund üben kann. Und da kamen wir zu dem, was ist, wenn der Hund schon sehr alt ist und auch schon grundsätzlich mal Schmerzen oder Gebrechen hat. Mhm. Da muss man dann extra drauf achten. Ja, wenn beim Bewegungsapparat beispielsweise irgendwas nicht stimmt oder es gibt andere gesundheitliche Probleme beim Hund, was natürlich im Alter oft einmal vorkommt, dann kann es natürlich sein, dass diese Geräuschangst dann irgendwie sich selbst verstärkt dadurch, weil jedes Mal, wenn sich der Hund schreckt, das ist gleich wie bei uns, dann spannen wir uns an, wir zucken einmal zusammen und wenn ich dann natürlich irgendwelche muskulären Beschwerden habe oder was am Bewegungsapparat, dann kann es natürlich sein, dass durch dieses Zusammenzucken ein Schmerz entsteht und der Hund wird dann diesen Schmerz nicht mit seinem Schreck, sondern mit dem Reiz, in dem Fall dem Knall, verknüpfen. Und dann kann sich das natürlich selbst verstärken, weil jedes Mal, wenn er sich mehr schreckt, tut es mehr weh. Und dieser laute Knall kündigt dann den Schmerz an. Das heißt, bei älteren Hunden, wo das vielleicht auch einmal plötzlich auftritt, diese Geräuschempfindlichkeit, wäre es sinnvoll, einmal vorher medizinisch abzuklären, ob denn da auch wirklich alles in Ordnung ist. Angefangen von vielleicht einem Osteopathen, der den Hund einmal durchcheckt, natürlich aber auch über, was die innere Medizin betrifft. Also da kann wirklich alles mitspielen. Das bedeutet, wenn jetzt jemand einen Hund hat, also ich habe einmal ein House-Sitting gemacht und hatte da einen älteren Hund, ich glaube, der war 12, damals noch keine Ahnung, dass sich nicht jeder Hund vom Feuerwerk zu fürchten muss. Silvester sah dann so aus, dass wir zusammen unterm Küchentisch saßen, der Hund hat gezittert vor Angst. Das würde schon einmal beginnen, dass man ihn in seiner Angst nicht bestärkt, oder? Also da so mitleidet und... dass wir die Hunde durch Zuwendung, durch Trösten in ihrer Angst verstärken, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass das nicht der Fall ist. Ah, okay. Also wir können durch Zuwendung, durch soziale Unterstützung die Angst nicht verstärken. Was natürlich schon sein kann, ist, dass manche Hunde in dieser Situation einen übertriebenen Körperkontakt oder übertriebene Nähe nicht brauchen können. Heißt aber nicht, dass ich sie nicht sozial unterstütze. Wenn der Hund zum Beispiel meine Nähe sucht, dann bekommt er die auch. Und natürlich wird er unterstützt von mir. Ich kann ihn unterstützen durch was Fressbares. Ich kann ihn unterstützen durch Spiele. Natürlich auch durch Nähe, um die Beziehung auch wieder ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Aber wir können dadurch, wenn wir es nicht übertreiben und auch auf die Signale des Hundes achten, können wir die Angst nicht verstärken. Durch Zuwendung, das ist ganz wichtig. Was würdest du jetzt empfehlen? Jemand schaut uns zu, hat zu Hause einen sehr ängstlichen Hund. Was würdest du empfehlen? Wie könnte man sich jetzt erstens auf dieses Silvester vorbereiten, weil es sind ja nur noch 3 Tage. Genau. Und wie dann aufs nächste? Vorbereiten. Zum einen, wenn der Hund so etwas wie konditionierte Entspannung kennt bereits, dann könnte man das jetzt versuchen, noch ein bisschen zu intensivieren in den nächsten Tagen, könnte das dann auch anwenden. Man kann die Hunde unterstützen durch diverse homöopathische Geschichten, sei es jetzt Bachblüten oder andere Dinge, die beruhigend wirken. Man kann es mit Adaptil probieren. Das Adaptil ist ein künstlich hergestelltes Pheromon, dem Apersin nachempfunden. Das produzieren die laktierenden Hündinnen so circa 3 bis 4 Tage nach Geburt der Welpen bis zur Entwöhnung der Welpen. Ist auch Dog Appeasing Pheromone genannt.
ist bindungsfördernd, beruhigend, entspannend, gibt es als zerstäuber oder auch als Halsband. Man kann es probieren mit den CBD-Tropfen, dieses veterinärmedizinische Cannabidiol wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wovon ich Abstand nehmen würde, ist das mit Alkohol zu machen. Gibt viele Leute, die geben dem Hund dann einen Schluckerl Eierlikör oder einen Schluckerl Bier, und da muss man ganz klar sagen, das ist erstens würde es dem Tierschutzgesetz widersprechen und zweitens auch irrsinnig gefährlich, da bei einem Hund bei circa 3 bis 8 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht bereits Vergiftungserscheinungen auftreten. Und wenn man jetzt überlegt, so ein Eierlikör hat 20%, naja, dann ist man da ganz schnell mal dort. Und vor allem, wenn man dann sagt, na, dann vielleicht noch ein Schluckerl. Also von dem würde ich Abstand halten. Dem Hund Sicherheit bieten, ihm einen Rückzugsort bieten, sei es eine Box, wenn er die gern mag, oder vielleicht einfach die Momo, meine Hündin, die sich fürchtet, liegt gern unter der Bank. Wir richten ihr das dann gemütlich wie eine Höhle her. Die tut sich dann da auch leichter. Es gäbe die Möglichkeit, auf ein Thundershirt zurückzugreifen, nach der Linda Tellington-Jones. Mhm. Die hat das so ein bisschen mit begründet. Das wurde auch oder wird bei den Babys auch gern. Ich glaube, da nennt man es Packen oder Pucken. Pucking, genau. Das ist dieses enge Wickeln. Okay. Weil dieser Druck natürlich auch auf Nervenbahnen wirkt und auch eine beruhigende Wirkung hat, wäre auch noch eine Variante. Auf jeden Fall versuchen, den Hund geistig und sozial zu unterstützen mit unserer Nähe. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich dran arbeiten möchte, dann wäre es das Beste, man beginnt schon im Jänner, oder? Ja, genau. Mhm. Also zu früh kann man gar nicht beginnen. Früher ist besser als später, und da dann halt wirklich möglichst individuell maßgeschneidert auf den jeweiligen Hund anfangen, dass man wirklich auf der einen Seite versucht, gegen zu konditionieren, das heißt, das Ganze positiv zu verknüpfen, und auf der anderen Seite wirklich eine Geräuschdesensibilisierung zu machen und versuchen, dass man da halt dann möglichst gute Erfolge erzielt. Mhm. Das bedeutet, wenn da jetzt jemand Interesse hat, wirklich dran zu arbeiten und das längerfristig zu verbessern, dann kann er sich bei dir melden. Gerne. Auf Facebook. Genau, über Facebook. Genau, über du bist auch mit uns verknüpft. Mhm. Und kann dann individuelles Training beginnen und fürs nächste Silvester dann mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr entspannt sein. Ob es sehr entspannt wird, aber zumindest entspannter. Entspannter, okay. Genau. Gut. Ja. Martin, das waren jetzt wahnsinnig viele hilfreiche Tipps. Herzlichen Dank. Gerne. Und wir sehen uns hoffentlich wieder hier nächstes Jahr. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Wunderbar, jetzt sitze ich da ein bisschen zu niedrig. Wollen wir tauschen? Gerne. Wir tauschen einfach. Super. So. Das war ja schon eigentlich sehr hilfreich, weil die Wanda ist jetzt schon total entspannt. Die merkt es anscheinend, dass ihr Meister im Raum ist. Ja, genau. Vielen Dank, Martin. Gerne. Weiter geht's jetzt mit unserem Jahresblick des Quartals 1 2018. Wir starten direkt mit dem Jänner und wir haben uns da ein paar Highlights herausgepickt und für euch vorbereitet. Was war los im Jänner 2018? Die Zuseher, die uns regelmäßig beobachten, kennen den Verein Fair Matching schon sehr gut. Fair Matching war in den letzten Sendungen öfter das Thema. Wolfgang Tonninger hat berichtet in einem ausführlichen Interview, worum es dem Verein geht. Und 2018, der Jänner, war ein besonders guter Monat für Fair Matching. Nämlich hat der Verein zum ersten Mal seit dem Bestehen, seit 2015, es geschafft, eine Finanzierung aufzustellen. Fair Matching hat im Jänner 2018 die Partnerschaft mit dem AMS, mit dem Land Salzburg und mit der Hill Foundation unterschreiben dürfen und konnte dann das Team, das operative Team, aufstocken. Das heißt, Silke und Astrid kamen im Jänner 2018 dazu und von da weg schnellten auch die Vermittlungszahlen nach oben. Und im letzten Jahr konnte dieses kleine Team mit nur 2 Vollzeitäquivalent tatsächlich 50 Menschen vermitteln. Das heißt, 50 Menschen mit Fluchthintergrund haben dank Fair Matching in Salzburg eine Arbeit gefunden, auf Augenhöhe und entsprechend der Qualifikationen. Das ist eigentlich eine ziemlich schöne Good News für den Jahresanfang 2018. Was war noch los im Jänner 2018? Kennst du ja auch ganz gut die Alexandra Nagele. Genau, die war auch schon bei uns zu Gast
mit den Fuck-Up-Nights. Genau. Und vor einem Jahr im Jänner hat die Fuck-Up-Nights zum ersten Mal stattgefunden. Das war damals bei der Agentur 4x4. Der Raum war recht voll, für das, dass es die erste Veranstaltung war. Man sieht es am Foto gar nicht so gut, aber es war wirklich eine große Halle gefüllt mit Menschen, die sich alle zum Thema Scheitern interessieren. Und ja, Alex, danke, dass du das machst. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, aus Eigeninitiative eine Fuck-Up-Night nach Salzburg zu holen. Und damit das Scheitern salonfähig zu machen. So ist es. Das gehört dazu. Ja, wir haben im Jänner, ich übernehme einfach, begonnen mit den Schreibseminaren hier im Coworking Space. Das erste Thema war damals die Angst vor dem weißen Blatt. Wir haben Gruppen, maximal 8 Personen in dem wunderbaren Veranstaltungsbesprechungsraum hier im Coworking Space. Und es ist jedes Mal ausgebucht. Das zweite Mal war dann schon im Februar mit dem Thema Bloggen geht noch. Wann macht es Sinn zu bloggen? Was bringt das? Ist es nur aus Spaß an der Freude? Kann ich da auch was monetarisieren? Wir haben da auch mit ein paar Gerüchten aufgeräumt, dass man als Blogger innerhalb von 2 Monaten steinreich wird. Und es war sehr, sehr lustig und sehr spannend. Und hast du eigentlich vor, diese Schreibworkshops wieder zu machen? Die möchte ich weiterführen im nächsten Jahr. Es ist ja so, dass die Bulli-Reisen ab August dann sich kurz einmal für 8 Monate verabschiedet, also ich. Kurz einmal für 8 Monate. Wir werden aber bis August noch geplant sind, 3 Schreibseminare machen, auch zum Kreativschreiben, also wo wir Übungen machen, wie setze ich mich überhaupt dran, wie beginne ich, wie kommt denn das, was in mir wohnt, dann heraus. Das ist ja gar nicht so einfach und da scheitern dann auch viele, dass sie sich schon denken, aber nicht zu Papier bringen. Und dann natürlich gibt es auch noch einige Astrologie-Seminare, bevor dann mal ein bisschen Pause ist. Verstehe. Also an jene unter euch, die schon immer bloggen wollten, die schon immer ein Buch schreiben wollten, unsere Schreibseminare, die Romana durchführt, und du hast ja selbst schon mehrere Bücher geschrieben, werden dann in Kürze für das neue Jahr auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite ersichtlich sein. Auch gerne weitersagen, wenn ihr Leute kennt, die potenzieller Blogger sind oder eben Schriftsteller. Genau, auch wenn man einen Verlag sucht, das ist oft ein Thema, dass Menschen sagen, wie tut man da eigentlich? Ich habe schon was fertig geschrieben, aber wie geht es jetzt weiter? Und da ist es schon ganz, ganz gut, wenn man so gewisse Vorgangsweise berücksichtigt, weil sonst ist die Chance, dass sich das dort nicht einmal wer durchliest, sehr groß. Ja. Für alle, die es nicht wissen, Roman und ich haben gemeinsam dieses Buch geschrieben. Do What You Love, und es war Romanas erstes Buch im Eigenverlag, und auch dazu kann sie sehr viel Wissen mit einbringen, welche Vor- und Nachteile hat ein Fremd- oder ein bestehender Verlag und welche Vor- und Nachteile hat ein Eigenverlag. Für uns monetär war der Eigenverlag eigentlich die bessere Lösung. Ja, aber die bessere Lösung ist natürlich vom Stundenaufwand her, also ich habe damals mit Entsetzen zugeschaut, wie lang das Layouten Dauer. Ne? Das übernimmt normalerweise der Verlag. Das macht ja alles der Verlag. Auch wie man scheitern kann daran. Wir haben ja unsere Buchrücken geschrieben. Ja, natürlich. Trotz tausendfacher Kontrolle ist dann hier noch eine kleine Buchstabensuppe entstanden am Rücken. Wem das jetzt auffällt und als erster kommentiert, bekommt ein Buch von mir. Genau. und das sind halt so Dinge, du bist bei einem Verlag auch nicht gefeit vor sowas, weil auch ein Lektor ist kein Gott, aber es ist halt ein anderer Kontrollmechanismus da. Wir beide waren im Text so drinnen schon, das Hirn funktioniert ja gut, das liest über kleine Fehler drüber. Aber wir können eigentlich aus der Not eine Tugend machen und dann ist das eigentlich der Kopierschutz, oder? Erstens das und zweitens diese Exemplare, wenn dann einmal zigtausende verkauft sind, die richtig gedruckt sind, dann wären die das richtig. Das waren die Originale, genau. Also, weiter ging es im Februar, unsere Lieblings-Faschings-Jahreszeit. Da gab es wirklich ein Highlight. Die Firma Brockhaus unter der Führung von Veronika Gmachel ist bei uns eingezogen. Da haben wir uns sehr, sehr gefreut. Eine so großartige Firma, die jetzt den Schritt in die Digitalisierung gewagt hat, dass die sich bei uns einmieten und auch mit unseren Coworkern kooperieren im Marketing, im Sales. Das war wirklich eine tolle, tolle Good News für Februar 2018. Natürlich mussten wir das Team, das vorher drinnen war, Redlink, mit einem weinenden Auge verabschieden. Aber auch hier gab es Positives, denn die sind so stark gewachsen,
dass sie sich ein größeres Büro suchen mussten, weil zu 15 in einem 40 Quadratmeter Raum, das geht bei aller Liebe nicht lange gut. Veronika war auch in unserer 6. Wochenschau oder in unserer 7. oder in der 5. einfach selber nachschauen auf unserer Website, auf unserer Facebook-Seite, wer sich für das Interview von Veronika Gmachl interessiert. Da geht es sehr stark um Bildung, um Digitalisierung, um Recherchefähigkeiten, um Fake oder Fakt. Wie kann man sicherstellen, dass man das, was man im Internet liest, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht? Und das ist ein großes Anliegen von Brockhaus. Und darum möchten sie die Enzyklopädie, das Konversationslexikon, ja auch digitalisieren, um hier auch Wahrheitsgehalt in großem Stil verbreiten zu können. Ja, im Februar hat sich auch herausgestellt, dass unser kleines Coworking-Team von Katrin, Miguel, Fini und Matteo und mir gut funktioniert, auch wenn Krankheiten da sind. Dann gibt es einfach eine Skype-Konferenz, ein Skype-Meeting, wo wir unsere To-Dos besprechen. Und ich habe das deswegen als Good News für Februar ausgewählt, weil es einfach so wunderschön ist, wenn man unkompliziert mit tollen Menschen zusammenarbeiten kann. Also ich freue mich so über so ein tolles Team. Katrin, Miguel, danke, dass ihr immer noch da seid nach so vielen Jahren am Coworking Salzburg. Es ist wirklich wunderbar mit euch. Danke und dass ihr auch so unterstützend wart, als dann ich weniger da war. Das war ja gerade auch im Februar und im Jänner und hier einfach alles wunderbar funktioniert hat. Vielen, vielen Dank. Diesen Event hat dann auch gleich die Katrin natürlich übernommen. Das war im Februar, da war die LinkedIn Salzburg Gruppe mit einem LinkedIn Local bei uns zu Besuch. Hast du davon schon mal was gehört? Ich habe es damals mitbekommen, habe es aber nicht geschafft. Ich finde das grandios, dass man die virtuelle Welt dann ins Echte holt. Ist eine super Sache. Ich denke, das sollte wiederholt werden 2019 als Highlight. Genau, das müssen wir unbedingt mit Katrin besprechen, dass sie Kontakt herstellt mit dem damaligen Organisator. Würde uns freuen, wenn du wieder zu uns kommst und wieder die LinkedIn-Community in Salzburg bei uns versammelst. Mhm. Ja, im Februar 2018 freut uns ganz wahnsinnig, dass Coworking immer weitere Verbreitung findet. Kreativnest in Freilassing wurde eröffnet. Nicht zuletzt durch unser Buch. Die haben geschrieben, wir haben euer Buch gelesen und haben jetzt beschlossen, einen Coworking Space zu gründen. Finde ich genial. Also wer draußen jetzt angeregt ist, einen Coworking Space zu gründen, wir haben noch Bücher. Tina und Amadeus waren auch vorher öfter mal bei uns. Ich glaube, sie haben sich das ja auch gut angeschaut. Und Gratulation euch. Viel Freude mit dem Coworking Space, mit den Coworkern. Und wir sehen uns sicher bald wieder. Dann ist es auch schon Frühling geworden, März 2018. Was war los im März? Ja, das war wieder mal, du als meine gute Freundin weißt ja, wie das mit mir so ist, an einem Tag eine Idee und am nächsten Tag schon umgesetzt. Das war so, dass Matteo und ich, wir mussten ja immer viel spazieren gehen, weil wir halten es beide zu Hause nicht so gut aus. Und im März war es noch relativ kalt, man sieht es eh am AG-Bild, es war noch recht eisig. Und was kann man außer Spazierengehen noch machen? Man kann sich mit Menschen zu einem Kaffee oder zu einem Essen treffen. Und weil mir das immer schnell zu langweilig wird, wenn es immer dieselben Menschen sind, hatte ich die Idee, machen wir doch einen Networking Lunch Club. Genau, der Networking Lunch Club hat in den letzten Monaten 6-mal stattgefunden. Das heißt, immer am ersten Arbeitstag des Monats haben wir uns zum Mittagessen getroffen. Über meine Facebook-Community waren da jeweils zwischen 10 und 20 Personen dann versammelt. Und das Bild ist vom ersten Networking Lunch Club in der AGE. Wir werden das dann im nächsten Jahr wieder fortsetzen, wenn das mit Matteo wieder besser funktioniert, weil im Moment hat er für Mittagessen keine Lust. Wahrscheinlich keine Zeit, so wie die Mama. So ist es. Ja, das war ja sensationell. Wir haben hier im Coworking Space, hatten wir die Chance, ein Improvisations-Workshop, Theaterworkshop zu machen. Das war unglaublich lustig, fand ich. So sehr viel Spaß gemacht.
Und auch das könnte man eigentlich wieder mal herholen. Genau, René, du hast mir geschrieben, ich habe dir nicht geantwortet, es tut mir leid. Einfach dranbleiben, wir würden dich wahnsinnig gern wieder Improvisationstraining bei uns machen sehen, weil das einfach extrem spannend ist. Das kann man sich jetzt vielleicht schwer vorstellen, welche Fähigkeiten man da lernt, aber es ist einfach Kreativität gepaart mit sich irgendwie präsentieren und auf eine Situation anders zu reagieren, als man möglicherweise normalerweise reagieren würde, nämlich spontan, witzig, emotional, und das kann man üben, wie alles. Genau, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ja. Also wir haben sehr viel gelacht. Genau, ja. Also da sieht man gerade so eine Situation, wo die Alexandra irgendeine Situation pantomimisch darstellen muss und die anderen reagieren dann auf sie, also es ist wirklich noch lustiger als dieses Gesellschaftsspiel Activity. Ja, genau. René, vielen Dank. Wir hoffen, du kommst wieder zu uns. Der René Libal ist der Herr da am rechten Bild ganz vorne. Kommt aus Wien und macht solche Workshops auch gerne für Firmen oder für Vereine. Einfach an uns schreiben, wenn man daran Interesse hat, so eine Art des Teambuildings oder des Coachings für sein Team anzudenken. Ja, dann noch eine Good News. Wir bekommen Post. Wir haben Armin. Muss man unterschreiben? Das kommt öfter vor, dass wir live auf Sendung Post bekommen. Ja, wir haben viele Coworker und die schätzen den Service sehr, dass man bei uns auch die Post annehmen kann. Das heißt, man kann hier die Firmenadresse anmelden und wir nehmen dann die Post an. Und das Coole ist ja, dass immer irgendwer da ist. Du kennst schon einige von uns, gell? Und so muss man sich nicht drum sorgen, wann kommt jetzt das DHL-Paket an, weil hier eigentlich immer wer da ist, der das annehmen kann. Ja, zurück zur Good News im März. Das gibt es nämlich auch 2019 wieder. Und zwar ist es ja so, dass die Untersberg-Seilbahn immer wieder Aktionstage anbietet. Und am Weltfrauentag, am 8. März, fahren wir Frauen und Mädchen um 6 Euro einmal rauf und runter. Das ist doch ein Viertel des normalen Preises. Wir haben vorhin in der Küche diskutiert, ob das jetzt unfair ist, weil die Männer nicht dürfen. Aber weil in Schweden ja gerade Prozess geführt wird gegen ein Festival, das nur für Frauen und Transgender war. Genau, und es gibt aber auch einen Vatertagsrabatt. Also es lohnt sich, auf der Untersberg-Seilbahn-Website unter Aktionstage reinzuschauen. Und dann kann man sehen, wer da wann vergünstigt fährt. Apropos Weltfrauentag, der im März stattgefunden hat, ich hatte die Ehre, mit unserem Improvisationstrainer, mit dem ich damals im Frühling mehr in Kontakt war, eine Gesprächsrunde mit der Frau Hlatki, die eine der Organisatorinnen des Frauenvolksbegehren war oder ist, zu führen. Und es war eine sehr interessante Gesprächsrunde, weil es war nicht kontrovers. Also dem René war es ganz wichtig, ein Thema von zu diskutieren, zwar von unterschiedlichen Perspektiven, weil unterschiedliche Menschen haben immer unterschiedliche Perspektiven, aber nicht so ganz himmelweit pro und contra. Mhm. Also damit man sich gemeinsam in eine Richtung entwickeln kann. Und das war eigentlich ein sehr schönes Sendeformat. Wir hoffen, René, du machst das weiter. Mhm. Ja. Tomaten ausgeizen, Romana. Das ist unser Was Thema. Bedeutet das? Es ist März, wir beginnen zum Garteln. Und weil die Good News Wochenschau ja immer ganz viel bringt, gibt es auch diesmal wieder ein Buch zu gewinnen, den Garten in der Tasche. Wer als erstes beantwortet hier bei den Wortspenden, was den Tomaten ausgeizen bedeutet, der bekommt einen Garten in der Tasche von mir. Wenn er will, auch mit Signature. Und hier bitte habe ich zuerst einen Tipp bekommen von unserer Regie. Darauf achten, dass man den Kommentar auf dem Video auf unserer Seite tätigt, weil es kann ja vorkommen, dass das Video geteilt wird und der Kommentar dann an der Privatseite einer Privatperson getätigt wird und das können wir dann nicht sehen. Das heißt, bitte auf unsere Facebook-Seite gehen und das Video dort kommentieren. Dann ist der Gewinn sicher. Genau. Da gratuliere ich auch gleich der Sonja, die letzte Woche gewonnen hat, das Stoffdruckbuch. Das ist zum Abholen hier im Coworking Space.
Und apropos teilen, die Sendung teilen ist natürlich eine wunderbare Sache. Macht's das. Unbedingt, man kann immer was gewinnen. Jetzt bin ich dann aber schon ganz gespannt, was Tomaten ausgeizen bedeutet. Das war das Quartal Nummer 1 im Jahr 2018. Wir machen jetzt eine kurze Pause und melden uns dann zurück mit unserer Alexandra, die aus Buenos Aires dazugeschalten wird. Also bleibt unbedingt dabei, kommt in 5 Minuten wieder. Die Alexandra ist eine Grafikdesignerin, die beschlossen hat, sie möchte die Welt sehen und bekommt immer wieder über uns Jobs vermittelt. Und wir freuen uns schon, von ihr zu hören, wie es ihr geht und wie lange sie noch bleibt und was sie so macht. Bis später. 5 Minuten Pause.